Ach, Freunde, was ein wunderschöner Morgen in Semukri City. Oh Mann, oh Mann. Okri, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Warte mal, wer bist du denn? Hä? Hallo, alles klar bei dir? Ich bin der kleine Junge aus der Nachbarschaft. Warte mal, ich habe dich ja noch nie gesehen hier in Semukri City. Alles klar bei dir? Was ist denn los? Nein, das ist nichts klar. Wir müssen den Militär bauen, denn die Zombies wollen uns attackieren. Was für ein Militär bauen? Was redest du? Ey, Leute, wer ist er denn? Kennt ihr den? Warte, zeig mal her, was meinst du? Komm jetzt. Ja, ich komm hier schon, Okay, komm, schnell. Ich komm, alles klar. Leute, wer ist denn der kleine Junge dort vorne? Kennt ihr den? Ich kenne ihn gar nicht. Die haben keine Zeit zu verlieren, komm jetzt. Ich komm ja schon, Mann. Was meint ihr, der irgendwas mit Militär baut? Ist der verrückt geworden, Freunde? Was redet der da? Was ist denn bitte sehr so schlimm, dass wir irgendein Militär bauen müssen? Greifen uns etwa richtig schlimme Leute an und wir müssen gegen die kämpfen? Niemals, oder? Warte mal. Was ist denn das da vorne? Ja. Oh nein. Hilf mir. Ja, ich will. Okay, warte, ich sehe es. Leute, wir haben ein riesiges Problem. Seht ihr das? Hinter uns sind ganz, ganz viele Zombies. Und das sind sogar Mutanten-Zombies. Ey, und sobald es nachts ist, Leute, werden die bestimmt hier ausbrechen aus der Höhle. Deswegen brauchst du meine Hilfe also. Genau, und ich habe gehört, dass du richtig gut bauen kannst. Deswegen, ich brauche deine Hilfe, bitte. Okay, weißt du was, kleiner Junge? Wir werden heute eine riesige Militärbasis bauen und damit die ganzen Zombies fernhalten von Semukri City, okay? Yippie. Warte mal, kleiner Junge, kannst du fliegen? Ja, aber sag's keinem. Warte mal, zeig mal her, ich muss auffliegen. Ey, Leute, ich brauche unbedingt hier Kreativmodus, damit wir eine riesige Militärbasis bauen, um die Zombies fernzuhalten. Die werden wir hier vorne hinbauen. Die wird so groß. Leute, falls ihr wollt, dass wir eine riesige Militärbasis bauen mit dem kleinen Jungen zusammen, lasst ein Like da und ein Abo, um alle zu beschützen. Okay, Freunde? Liken, abonnieren, damit ich auch einen Kreativmodus bekomme und alles bauen kann, Freunde. Schnell. 3, 2, 1 und 0. Wow, Freunde. Oh, es hat wirklich funktioniert. Wir haben alle den Kreativmodus. Jetzt kann ich auch eiskalt fliegen. Und damit können wir jetzt eine riesige Militärbasis hier hinbauen, um die Zombies dort vorne irgendwie von Semukri City abzuhalten. Nicht, dass sie hier ausbrechen, glaube ich. Weil, Leute, schaut mal hier vorne. Die Sonne steht dort vorne. Und sobald die unten ist, das sind etwa 20 Minuten, dann werden die Zombies uns alle attackieren. Das heißt, wir müssen jetzt schnell anfangen. Kleiner Junge, baust du mit? Ja, aber ich baue für mich alleine, weil ich glaube besser als du. Was? Du denkst, du baust besser als ich? Okay, na gut, dann machen wir sozusagen ein Baubattle. Mal schauen, was du für eine Basis baust. Aber meine wird richtig cool. Freunde, wir haben hier sogar schon mal die Materialien, womit wir unsere Basis bauen werden. Und ihr wisst ja alle, die Farbe Grün ist super wichtig für das Militär. Und ich glaube, jedes Militär hat immer so die Farbe Grün, oder nicht, kleiner Junge? Ja, aber ich baue mit Gras. Du baust mit Gras? Ja. Wie, du baust? Die Zombies haben Allergie gegen Gras, habe ich gehört. Die haben Allergie gegen Gras? Bro, warte mal, kleiner Junge, das macht doch gar keinen Sinn. Okay, egal. Wie willst du eine Basis mit der Farbe, mit Gras bauen? Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Braun. Braun? Aber warum hast du eine Rainbow-Kappe? Ja, okay, ich muss anfangen, du darfst mich nicht ablenken. Leute, als erstes machen wir einen riesigen Zaun, Freunde. So, zack, zack, zack. Hier vorne kommt meine Basis hin. Bau du mal dein bisschen weiter hinten, weil hier vorne kommt meine hin. Und ich brauche richtig viel Platz, Leute. So, wir müssen hier einfach erstmal alles verbinden. Und hier machen wir unsere Zäune hin. Und das machen wir mit Gittern, Freunde. So, wir benutzen diese eisernen Gitter. Und eigentlich haben wir eine bessere Idee. Die haben hier vorne sogar verstärktes Eisengitter, welches unzerstörbar ist. Und ich benutze lieber das, Leute. Weil das hier ist einfach unzerstörbar. Und da kommen die Zombies niemals durch. Und das sieht auch krasser aus. Schaut euch das mal an. Das wird sozusagen unser Zaun, wo unsere Basis drin ist. Weil eine Militärbasis hat immer eine Umrandung von einem Zaun. Also es wird immer umzäunt, eine Militärbasis. Es ist nicht so einfach, da reinzukommen. Und das ist auch gut, Leute. Weil die Zombies dürfen da auf keinen Fall reinkommen. Sonst wird ganz Semukri City vernichtet. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Leute, ich bin echt gespannt, ob die Militärbasis später vom kleinen Junge sicher ist. Aber stellt euch vor, der baut so eine richtig schlechte Basis. Dann ist die nicht sicher und dann wird er von den Zombies gefressen. Aber keine Sorge, wenn das der Fall ist, dann werde ich ihn schnell in meine Basis holen. Leute, die wird so krass, meine Militärbasis. Wir müssen einfach nur ein bisschen Geduld haben. 20 Minuten haben wir übrigens auch nur Zeit, bis die Sonne untergeht. Deswegen müssen wir uns eigentlich beeilen. Jetzt sind es wahrscheinlich nur noch 18 Minuten. Oh nein, da kommen die ganzen Zombies. Okay, der Zaun steht schon fast, Leute. Der ist super sicher. Wir können das Ganze mal austesten. Wir gehen mal wieder in den Survival-Modus. Zack. Und jetzt versuchen wir das mal abzubauen. Guck mal, das ist unmöglich. Die Zombies werden es niemals vernichten. Ich weiß ja nicht, ob die Zombies stärker sind als ich. Aber ich glaube, dieses Mutanten-Zombie ist auf jeden Fall stärker als ich. Deswegen werden wir hier auch noch richtig viele Fallen und alles reinbauen. So, zack, 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 Leute. Und ich habe eine Idee, wie wir das Ganze schneller machen können. Wie wäre es, wenn wir einfach hier vorne das kopieren? Dann einmal hier rüber gehen. Und hier vorne bauen wir noch einen Zaun hin. So, zack, zack, zack. Also, wir markieren uns die Stelle. Danach gehen wir hier einmal rüber, markieren uns die Stelle. Und jetzt können wir das mit der magischen Axt einfach kopieren, Leute. /copy, zack. Und jetzt werden wir das Ganze einmal einsetzen dort vorne. Und dann haben wir einen riesigen Zaun sozusagen. Können wir es hier vorne einsetzen? Wir testen es aus. Ich hoffe schon, wir müssen hier eins rübergehen. Und jetzt gehen wir ein /paste. Und
Boom, Leute, let's go. Jetzt haben wir unseren Zaun einfach erweitert innerhalb von einer Sekunde. Und das machen wir jetzt hier überall, bis wir unseren Zaun komplett haben. Leute, lasst mich das ganz schnell fertig machen und danach bauen wir richtig krasse Waffen und Panzer in unsere Militärbasis. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um nicht zu verpassen, wie wir die Zombies auslöschen werden mit unserer Basis. Ich hoffe, wir schaffen es natürlich. Okay, Freunde, wir müssen nur noch den letzten Zaun platzieren. Wir müssen das hier noch einmal drehen und jetzt //paste und let's go! Wir haben unseren Zaun erstellt, unsere Umrandung sozusagen, unsere Mauer, damit die Zombies hier nicht reinkommen. Und von hier aus werden wir die abschießen. Ihr kommt jetzt unsere Militärbasis hin. Und ihr wisst, jede Militärbasis hat auch so einen Stützpunkt. Und den bauen wir hier vorne hin. Das ist so ein riesiger Turm. Wir nehmen uns ein paar Treppen. So, zack. Die platzieren wir hier. Und hier kommt auch eine Treppe hin. So sieht das auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. Das ist nämlich das Grundgerüst von dem Turm, also vom Stützpunkt sozusagen. Hier kann man die Aussicht führen und man kann auch alles lenken von dem Turm aus. Die ganzen Jets, die auch noch hier reinkommen, Leute. Weil wir werden hier in unserer Militärbasis Jets, Privatjets hier. Hier kommen Panzer hin, hier kommen alle Sachen vom Militär hin. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Platz, Leute. Und diesen Stützpunkt, der kommt hier vorne hin. So, zack, zack, zack. Und let's go, Leute. Das ist auf jeden Fall schon mal der Boden vom riesigen Turm, den wir gleich bauen werden. Ich frage mich, was der kleine Junge da vorne macht. Junge. Leute, ist das dein Ernst? Kleiner Junge, was machst du da vorne? Was ist das denn? Das Feuer wird die abhalten. Das ist auch, das ist kein Feuer, das sind Redstone-Fackeln. Denkst du wirklich, Zombies haben Angst vor Redstone? Ja. Warum nicht? Mann. Kleiner Junge, was denkst du denn, was die Zombies essen? Die essen natürlich dich auf, wenn die da reinkommen. Die brauchen Gehirne, die haben keine Angst vor Feuer, die haben von nichts Angst. Das Einzige, wovor die Angst haben, ist halt die Sonne. Und sobald die unten ist, werden die uns attackieren. Und erhalten auch kein Feuer, hält die auch nicht ab. Das bringt nichts. Du könntest aber... Okay. Und Redstone fucking könnte ich mal Leute anzünden. Das bringt doch gar nichts. Du musst besser bauen, kleiner Junge, sonst wirst du gefressen. Weißt du, mein Opa, der war damals Zombiejäger und der hat mir viele Tipps gegeben damals. Der hat dir Tipps gegeben und... Er hat dir gesagt, dass man eine Basis aus Erde bauen muss, oder was? Das ist doch gar nicht sicher. Doch, Erde, weil die Zombies werden dann dreckig und dann rutschen die im Matsch aus. Das macht doch gar keinen Sinn. Ey, Leute, der kleine Junge tut mir ein bisschen leid. Aber hat das dein Opa wirklich gesagt? Und was ist da mit dem passiert? Weil das war ja nicht so wirklich ein guter Tipp. Doch, es war ein guter Tipp, aber er ist leider an einem Zombie gestorben, aber was? Das muss keiner wissen. Oh Mann, dann war der kein guter Zombiejäger. Du darfst deinem Opa nicht vertrauen. Oh, das tut mir echt leid, Leute. Oh Mann, und was ist eigentlich mit deinem Mama und deinem Papa? Wo sind die? Warum helfen dir die nicht, so eine Basis zu bauen? Ja, meine Mama und mein Papa, das sind Zombiejäger. Hä? Und warte mal, aber warum helfen die dir nicht, eine Militärbasis zu bauen? Warum hast du mich nach Hilfe gebeten? Weil die sind von Zombies gefangen genommen. Was? Dann wurden die also auch gefressen? Ja, kann man so sagen. Aber ich glaube, die lebt noch. Nein, wenn du einmal von Zombies gefressen wirst, dann bist du selber ein Zombie. Das heißt, deine ganze Familie wurde von Zombies vernichtet. Du verstehst es falsch. Meine Mutter, sie lebt noch, aber sie hat keine Beine und keine Arme. Aber sie lebt noch. Nein, 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 das meinst du nicht erst. Ey, Leute, tut mir so leid. Ey, du tust mir so leid. Weißt du was? Ich werde dich retten, auf jeden Fall. Ich werde dich retten, 100%. Leute, wir machen hier unseren... Ich brauche keine Hilfe. Aber du hast mich doch eben noch nach Hilfe gebeten. Ah, stimmt. Oh, oh, Mann, Leute, was ist denn bei dem los? Oh, Freunde, deine ganze Familie wurde einfach von Zombies gefressen. Ey, wie traurig ist das? Bitte sehr. Oh, Mann, Minecraft ist echt hart, Leute. Aber keine Sorge, ich werde ihn retten. Ich bin dafür da, ich bin dafür bestimmt, Freunde. Er hat nicht ohne Grund mich ausgewählt und nicht meine Freunde Simlucky, weil die hätten bestimmt nicht so eine gute Militärbasis gebaut wie ich. So, Freunde, hier vorne kommt der Stützpunkt hin sozusagen. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, sind Glasfenster. So, wir benutzen Glas. Das Glas kommt hier vorne hin. So, zack, 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 zack. Wir machen hier den Turm fertig. Freunde, wart ihr schon mal in einer Militärbasis? Da dürfen, glaube ich, nur Soldaten hin, die wirklich dafür trainiert wurden. Da muss man echt hart trainieren, um in so eine Basis reinzukommen. Also Leute, da auf keinen Fall reingehen, weil ich glaube, das ist sogar verboten. Da kommen nur Leute rein, die da arbeiten. Okay, wir haben den Turm fast fertig und danach werden wir unsere Panzer und alles hinbauen, Leute. Let's go. Leute, schaut euch das mal an. Die Sonne steht jetzt auch schon ein bisschen tiefer. Das heißt, wir müssen uns echt richtig beeilen. Die Zombies kommen gleich raus, wenn es abends ist. Dann werden die nämlich nicht verbrennen und dann sind die sicher. Aber keine Sorge, die sind nicht sicher. Wir haben nämlich eine Militärbasis gebaut und dann werden die in der Zeit schon alle von unseren Panzern zerstört werden. Ich muss später einen Panzer wahrscheinlich auch lenken, Leute. Das wird übel schwer. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um nicht zu verpassen, ob ich es schaffe oder nicht. Ich glaube, ich schaffe es, Leute. Was denkt ihr? Ich glaube, ich schaffe es 100%, weil ich bin der Beste. Ich bin dafür geboren, ein Soldat zu werden, Leute. Ich bin Uri, der Soldat. So, zack, zack, zack. Und unser Turm ist fertig. Jetzt müssen wir da drin noch ein paar Monitore und so platzieren. Hast du auch einen Turm platziert? Hast du auch einen Turm-Aussichtspunkt gebaut? Kleiner Junge. Ja, mehr oder weniger. Ich bin gerade
Granat dabei, aber ich habe eine Spezialwaffe, aber von der will ich dir nicht erzählen. Oh Mann, ey, weißt du was, kleiner Junge? Ich habe auch so richtig krasse Waffen, wie zum Beispiel Bomben und alles, womit ich TNT und den einfach wegsprengen werde, die Zombies. Das muss ich alles auch gleich noch platzieren, Leute. So, wir bauen aber jetzt ein paar Monitore. Hast du auch eine Bombe? Ja. Willst du eine Bombe platzieren? Ja, also so richtig dickes TNT, womit ich die dann abfeuern werde. Ich habe auch eine Bombe. Das ist eigentlich mein Geheimnis. Ich wollte es dir nicht sagen, aber jetzt sag ich's dir, wenn wir schon beim Thema sind. Okay, warte mal, was hast du denn für eine Bombe? Ja, das ist eine ganz besondere. Die besteht aus Essen. Aus Essen? Hä, was soll das denn für eine Bombe sein? Die besteht aus Bohnen und Karotten und Spargel. Aus Bohnen, Karotten und Spargel? Und was soll das bitte für eine Bombe sein? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist die Bombe, die ich gleich auf dem Klo leg, weil es drückt schon. Auf dem Klo legst du eine Bombe? Ja, das ist auch die einzige Bombe, die du legst. Und was bringt dir das? Willst du die Zombies anpupsen oder was? Ja, kann man so sagen. Du bist genauso wie mein Freund Billy. Kennst du Billy vielleicht? Billy? Ja. Ich kenne nur... Jilly. Jilly? Wer ist Jilly? Das ist der, der immer das Klo sauber machen muss, wenn ich, eine Bombe leg. Du legst wirklich eine Bombe auf Klo, Lette. Okay, Freunde, wir haben unsere Tour fertig. Wir haben da sogar einen Computer reingemacht. Und jetzt brauchen wir noch richtig viele Räume für unseren Panzer. Das werden wir bauen, Leute, hier vorne. Hier vorne kommt das hin. Das wird richtig cool. Ey, Leute, ich habe echt das Gefühl, dass der kleine Junge sich ein bisschen überschätzt. Was will der denn mit einer Bombe auf der Toilette? Will der die Zombies zerstören? Das ist ja unmöglich. Okay, Freunde, hier vorne kommt der erste Raum rein für einen Panzer, den ich gleich platzieren werde. So, zack, 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 zack. Hier vorne kommt das Dach hin sozusagen. Let's go. Das ist das Militärdach. Wir brauchen nämlich ein Dach, damit der Panzer hier sicher ist in diesem Raum. Ihr kennt das ja, das sieht alles, das ist genauso wie bei einer Militärbasis, Freunde. Genauso, wir werden das einfach komplett nachbauen. Eine echte Militärbasis. Und die wird so cool. Wir müssen einen Raum fertig bauen, dann könnten wir ihn theoretisch auch eigentlich kopieren. Der erste Raum kommt ja hier vorne hin. So, zack, 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 zack. Ich glaube, der ist sogar schon groß genug. Wir machen hier vorne auch eine Straße rein, wo die ganzen Panzer durchfahren können. Dafür benutzen wir die magische Axt. Wir markieren uns die Stelle, gehen hier einmal komplett auf die andere Seite und markieren uns die Stelle und geben //cut ein. So, jetzt können wir hier vorne unsere Straße hinmachen. Dafür benutzen wir grauen Beton. Hier fahren also sozusagen die Panzer und die Jets los. Und hier können die auch starten auf dieser Fläche. Ganz am Schluss werde ich die Panzer und alles platzieren. Deswegen schaut das Video bis zum Schluss. Und um das nicht zu verpassen, das wird übelst cool. Wenn ihr eine Bombe verpassen wollt, dann... wenn ihr meine Bombe nicht verpassen wollt, dann bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran. Leute, ihr wollt doch nicht die Bombe von seiner... Warte mal, du meinst wirklich, du willst eine Bombe legen? Also, willst du die anpupsen, die Zombies? Ja... Aber ich kann es über die Distanz machen. Über die Distanz? Du kannst also mit deiner mit deiner Kaki kannst du also zielen mit deinem Pups. Ja, zielen ist es weniger. Das spritzt halt die ganze Zeit in alle Richtungen. Das ist eklig, hör auf. Das ist so. Okay. Hast du also etwa... ich will es gar nicht sagen, Leute. Ich glaube, der hat Durchfall. Das ist eklig. Hey, Kollege Stürschuh, hör mir zu. Ich weiß, du bist ein bisschen verrückt, kleiner Junge. Aber du musst jetzt das wirklich ernst nehmen. Du willst doch nicht so enden, wie deine ganze Familie von den Zombies aufgefressen werden, oder? Nee, ich will es nicht, ehrlich gesagt. Aber, ich meine Eltern wieder. Dann siehst du deine Eltern wieder? Warte mal, was hast du gesagt? Wenn was? Ja, ich denn. Wenn die Zombies mich gefangen nehmen. Aber das willst du doch nicht. Die haben deine Zombies, die haben deine Eltern auch Oh nein, kleiner Junge, was machst du? Okay, Freunde, wir müssen ihn beschützen. Wir werden hier die coolste Straße reinbauen. So, zack. Hier vorne kann man dann sozusagen rausfahren mit dem Panzer. Let's go, Leute. Und jetzt bauen wir nur noch unsere Container sozusagen, wo die Panzer reinkommen. Das machen wir auch hier noch schnell fertig. So, zack, 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 zack. Wow, let's go. Und hier vorne auch noch fertig, Mann. Und jetzt müssen wir hier vorne die Wand schließen von der Seite aus. So, hier, zack. Hier müssen wir eins nach oben. Freunde, ihr wisst doch, ich werde mein Bestes geben, um den kleinen Jungen zu beschützen, weil ich glaube, der ist nicht ganz bei Sinne. Der braucht auf jeden Fall Hilfe von mir. Wenn seine Eltern ihm nicht helfen können, dann werde ich seine Familie beschützen. So. Du hast doch gar keine Ahnung. Wie, ich habe keine Ahnung. Natürlich habe ich Ahnung. Ich will dir doch helfen. Hör mir mal zu. Meine Mutter, die von den Zombies gefangen genommen wurde, die hat gesagt, dass sie, seitdem sie gefangen genommen wurde, weil ich habe einmal mit ihr telefoniert, aber das darfst du keinem sagen, sie hat berichtet, dass sie keinen Muskelkater mehr hat, seitdem sie gefangen wurde. Hä? Warte mal, warum hat sie keinen Muskelkater? Was macht das für einen Sinn? Ja, weil sie keine Beine und keine Arme hat, dann kann sie sich nicht bewegen. Und man muss immer das Positive sehen. Nein, das ist ja absolut nicht positiv. Und das ist schrecklich. Ey, Leute, die Zombies sind ja erschrecklich, als ob die sowas Schlimmes machen, Mann. Und was machst du da für eine Basis? Warum baust du das alles aus Gold? Weil mein Opa... Ich inspiriere mich an meinem Opa. Er hat früher immer sehr viele Goldzähne gehabt. Goldzähne und deswegen baust du aus Gold? Das macht gar keinen Sinn. Kleiner Junge ist verrückt, Freunde.
Ja, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Du kannst machen, was du willst. Aber ich sag dir nur eine Sache. Das ist nicht vielleicht unbedingt schlau, ja? Das ist nicht unbedingt schlau. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben unsere Basis hier vorne fertig gemacht. Wir machen mal den Boden hier vorne aus Sand. Also, wir haben die noch nicht ganz fertig, aber wir haben schon mal hier einen Container hingebaut. Und zack, zack, wir markieren uns die Stelle hier vorne. Den Computer platzieren wir da nicht. Und jetzt gehen wir ein /Sand, weil das passt auf jeden Fall besser zur Basis, Leute. Und jetzt ist das ganze Gras hier weg. Wir haben einen Aussichtsturm, wir haben schon mal einen Container und hier drin platzieren wir jetzt unseren Panzer. Leute, wir brauchen richtig krasse Militärsausrüstung. Schaut euch das mal an, was wir hier alles haben. Jo, wir haben hier wirklich einen Panzer. Warte mal, können wir platzieren? Und... Wow, was? Alter, Leute, was haben wir hier für einen dicken Panzer? Können wir uns da auch sogar reinsetzen jetzt? Yo, ich glaube, ich kann sogar mit dem schießen. Ich kann mit dem fahren, Alter. Schaut mal, wie cool ist das denn bitte sehr? Ey, aber den benutzen wir ganz am Schluss, Freunde. Den lagern wir jetzt hier vorne in diesem Teil drin. Was wir jetzt auf jeden Fall auch machen müssen, ist hier vorne... Junge, warum spinnt der? Seht ihr das? Der spinnt ein bisschen. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen nach vorne fahren. So, spinnt der jetzt noch immer? Ich hoffe nicht. Ja, sehr gut, Leute. Wir markieren uns hier vorne die Stelle und wir kopieren jetzt diese Container sozusagen, wo die ganzen Panzer reinkommen. Zack. Und hier vorne die Stelle. Zack. Das machen wir wieder weg übrigens. Und bum, bum, bum. Und jetzt werden wir das Ganze kopieren, Leute. /copy. Und jetzt platzieren wir die Container auch noch hier vorne, indem wir /paste eingeben. Boom. So, zack. Jetzt haben wir hier vorne noch einen Container. Und hier kommt jetzt diesmal kein Panzer rein, sondern ein Jet, Leute. Haben wir vielleicht hier einen richtig coolen Jet? Oh, Leute, schaut mal, was wir hier alles haben. Was ist das? Ein Mustang? Ist das gut? Ich glaube, das sieht nicht aus wie so ein richtiger Jet. Oh, hier vorne. Wir haben einen Helikopter. Und hier vorne haben wir sogar einen Jet. Leute, boah, die sind richtig krass. Tornado? Oh, okay, ich glaube, Tornado hört sich cool an. Wir platzieren den mal hier vorne und ich glaube, der muss ja richtig schnell sein. Wow, der ist riesig, Leute. Was? Oh, Mann, das ist wirklich krass. Yo. Ich glaube, der kann wirklich losfliegen. Okay, wir platzieren ihn hier vorne. Ey, der ist so groß. Der ist so groß, Leute. Der passt hier gar nicht rein. Warte mal, wir müssen ihn wieder wegmachen. Wir müssen was Kleineres hier platzieren. Oder sollen wir den lassen? Ich weiß nicht. Warte mal, schauen wir, ob wir hier noch mehr haben. Leute, wie krass ist das denn bitte sehr? Wir haben hier wirklich so richtige Panzer und Helikopter und Jets und alles drum und dran. Little Bird, wir platzieren mal diesen Helikopter. Mal schauen. Yo, der ist mal richtig cool. Da kann man sich sozusagen hinsetzen und dann kann man hier auf die Zombies von hier oben feuern, wenn wir den fliegen. Aber wir brauchen einen Piloten und einer muss feuern. Und ich weiß nicht, ob der kleine Junge den feuern kann. Aber egal, Freunde. Junge, was ist das für eine Basis? Du sollst eine Militärbasis bauen und nicht irgendein Haus, komisch. Was ist das hier vorne? Es ist kein Haus. Okay, ich schaue mir das am Schluss an. Okay, wir müssen gleich vergleichen noch. Ja, boah, in der ersten Etage, da passiert die Action. Da passiert die Action. Alles klar, das glaube ich dir ja, auf jeden Fall. Ich muss noch eine Toilette hinbauen. Oh Mann, Leute, ich habe keine Ahnung, was der da vorne macht. Aber, Freunde, keine Sorge. Wir werden mit unserer Basis alles hinkriegen und alles wird noch gut, Leute. Alles wird gut. Wir müssen die Zombies erledigen und das werden wir auch machen. Vorher muss ich die Straße wieder hinbauen, die ist einfach weggegangen. So, zack, zack, zack. Ich könnte wetten, du hast nicht so gute Tricks wie ich auf Lager. Wie, was meinst du, wie nicht gute Tricks? Hey, was hast du denn vor? Leute, der hat, glaube ich, irgendwas da hingebaut. Was machst du? Machst du da eine Grube rein? Ey, Leute, stimmt, ich brauche auch eine Grube. Ich brauche noch Laser und alles. Ey, weißt du was? Ich platziere gleich Laser. Die hast du, wetten wir nicht. Du hast gar keinen Laser, oder? Ein Laser? Nee, hast du. Übrigens, ich muss dir auch gleich später mit dem Panzer zeigen. Ey, Freunde, der wird bestimmt so ausrasten, wenn er diesen Panzer sieht. Einfach in echt, Leute. Dann wird die Zombies so wegballern, ganz ehrlich. Aber du weißt doch, Gewalt ist keine Lösung. Aber die Zombies wollen uns auffressen. Stimmt, ja. Dann ist doch eine Lösung. Leute, die Zombies müssen wir mit Gewalt besiegen, Freunde. Also wegballern in Minecraft, aber natürlich nur. Das ist ja nicht so schlimm. Das sind ja immerhin Zombies und die haben deine ganze Familie aufgegessen. Das darfst du auch nicht vergessen. Du musst dich an denen sozusagen rächen. Und diese Mutanten-Zombies sind richtig stark. Und wenn wir nicht gewinnen, Leute, dann werden die Mutanten-Zombies gewinnen. Und die werden uns dann bestimmt auffressen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht gefressen werden. Wenn ich gefressen werde, dann kann ich nie wieder YouTube-Videos für euch machen, Leute. Ja, aber dann hast du auch nie wieder Muskelkater. Du musst das Positive sehen. Das macht... Oh, Mann. Das ist nicht positiv, das ist gar nicht gut. Ich will doch nicht von Zombies gefressen werden. Hier vorne ist unsere Einfahrt, sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, machen wir unsere Laser hier hin. Hier vorne kommen ein paar Laser hin, damit die Zombies hier nicht so leicht einbrechen. Wir brauchen dafür einmal unser Schild. Hier vorne haben wir unser Schildpad. Und das müssen wir hier vorne mit den Lasern kombinieren. Ich würde sagen, wir machen hier vorne die Laser hin. So, zack, hier kommt so ein Schildpad hin. Das müssen wir nach oben bauen. Wir machen die Laser komplett, so eine riesige Lasermauer. Nach unserem Zaun, also unsere Militärbasis ist doppelt gesichert. Einmal durch den Zaun hier und einmal durch die Laser sozusagen. So, wir müssen hier überall die Laser platzieren, damit die Zombies hier auf keinen Fall einbrechen. Und das kann echt ein Weilchen dauern, Leute. Weil wir müssen die Laser hier immer wieder verbinden.
Zack, so. Okay, hier unten platzieren wir überall die Schilder. Zack, zack, zack. Die Schildpads von den Lasern. Denkt ihr, die Zombies kommen hier durch? Ey, ich weiß nicht. Die Laser sind eigentlich richtig krass. Die machen auch richtig viel Schaden. Ich hoffe, die Zombies kommen hier nicht durch die Laser durch. Das wäre auf jeden Fall gar nicht gut, Leute. Aber ich bin da guter Dinge, Leute. Ich bin da guter Dinge. So, zack, zack, zack. Boom. Da oben kommt ein Laser hin. Hier kommt ein Laser hin. Die kommen da niemals durch. Hundertprozentig nicht. Oh, der Laser ist falsch verbunden worden. Eine Frage. Ja? Woher wissen die Zombies eigentlich, wo ich bin? Woher die das wissen? Ja? Die können dich sehen. Die sind nicht blind. Dachtest du, die sind blind oder was? Nee, aber wenn ich mich irgendwo verstecke, dann sehen die mich doch nicht, oder? Naja, ich sag mal so, das sind Mutanten-Zombies. Die machen alles kaputt hier in der Gegend. Wenn die da ausbrechen gleich in der Nacht, dann werden die alles kaputt machen. Und dann, Leute, kannst du dich auch nicht mal verstecken, ne, wenn alles kaputt ist. Nirgendwo. Die werden überall sein. Das ist eine Apokalypse, die gleich ausbrechen wird. Deswegen, wir müssen uns echt beeilen. Beeil dich, Junge, die Sonne ist gleich unten. Wir haben nur noch richtig wenig Zeit. Ich mach die Laser hier vorne noch schnell zu Ende. Zack, zack, zack. Und wir müssen uns natürlich auch gleich ausrüsten, Freunde. Das ist auch super wichtig. So, die Laser sind auf jeden Fall schon mal platziert. Ich glaube, da kommen die Zombies nicht so leicht durch. Hoffe ich natürlich. Ein Lavagraben wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Aber dafür haben wir gar keine Zeit, Freunde. Obwohl, wir haben eine gute Idee. Wir machen hier noch einen Lavagraben rein. Dafür platzieren wir hier vorne. Luma, was hast du eigentlich für einen Graben? Was machst du jetzt in deinen Graben rein? Es kommt da. Hä? Du hast einfach einen Graben gebaut ohne nichts? Nein, nein. Aber die Mutanten-Zombies können da einfach hochspringen. Ist dir schon klar, oder? Was? Die können springen? Ja, natürlich können die springen. Die normalen Zombies nicht, aber die Mutanten-Zombies 100%. Ich kenne die. Die sehen so dick aus. Ich habe gedacht, die können nicht springen. Nun, das sind Muskeln. Die haben richtig dicke Muskeln in den Beinen. Die können natürlich springen. So, zack. Wir machen das hier einmal weg, Leute. Weißt du, wer auch Muskeln hat? Ich habe auch richtig viele Muskeln. Weißt du, wer sonst Muskeln hat? Wer? Nicht meine Mutter, weil sie hat keine Arme und Beine. Junge, was redest? Ey, bitte, ich weiß, das tut mir leid für dich. Das tut mir echt leid. Deswegen müssen wir jetzt auch die Zombies besiegen, ja? Weil wir wollen doch auch nicht unsere Beine und Arme weggefressen bekommen von denen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, lass uns richtig anstrengen, okay? Wir müssen uns auf jeden Fall richtig anstrengen. Nicht, dass wir auch aufgegessen werden, Freunde. Oh Mann, das ist echt traurig zu hören, Leute. Einfach die Zombies haben seine Eltern aufgegessen. Wir müssen uns rächen an denen. So, wir platzieren hier überall Lava. Zack, in die Grube rein. So, hier gehen wir runter. Und jetzt gehen wir ein //Z-Lava. Mit der ganzen Axt geht das hier viel schneller. Das ist sehr gut. So, das müssen wir alles wegschneiden hier wieder. Den ganzen Busch hier vorne. Eine Frage. Ja, du hast echt viele Fragen. Ja, gehst du eigentlich noch zur Schule? Ja, klar gehe ich zur Schule. Zur Minecraft-Schule. Zur Minecraft-Schule. Warte mal, in welcher Schule? Ich bin in der Semuri-Schule. Wo bist du? Hier in Semuri City in der Schule. Ich bin in der Oxy-School. Der Oxy-School? Warte mal, Oxy hat eine eigene Schule? Ja, das ist eine Sonderschule. Ich bin der einzige Schüler da. Was? Warte mal, eine Schule für nicht so schauer oder was, meinst du? Meine Eltern haben gesagt, ich bin besonders. Besonders dumm. Okay, alles klar. Also besonders dumm bist du, okay. Oh Mann, Leute, der tut mir echt leid, Mann. Ey, weißt du was? Keine Sorge, du bist echt richtig, richtig schlau bist du. Vertrau mir. Ich glaube, aus dir wird doch was Großes. Vertrau mir. So, zack, zack, zack. Ja, meine Eltern haben damals, als ich noch da war, auch gesagt, dass ich was Großes werde. Oder dass ich schon was Großes bin. Ja, also groß bist du oder nicht, aber naja, du wirst ja noch wachsen. Meine Eltern haben gesagt, dass ich auch was Großes bin. Ja, ich weiß, du bist echt groß. Ja, hast du mir schon gesagt. Ja. Und zwar, sie haben gesagt, ich bin eine große Enttäuschung. Warte mal, was? Nicht dein Ernst, oder? Die meinten wirklich, doch, du bist... aber... Oh nein, nicht... Aber warte mal, also waren die nicht nett zu dir? Doch, die haben mir Brot immer zur Schule eingepackt. Wow, okay, dann waren die ja echt nett. Okay, super. Ey, weißt du, was ich hier gerade... Ja, da war Schimmel dran. Warum war da Schimmel dran? Konnt ihr euch etwa kein besseres Brot leisten? Doch, aber die haben gesagt, das ist Schimmelkäse und das ist gesund. Ah ja, Schimmelkäse ist echt, glaube ich, gesund. Ja, aber es war nicht lecker. Ja, okay, egal. Hauptsache, die haben dir irgendwas gegeben. So, Leute, hier vorne kommen das ganze Equipment hin für die Soldaten, damit die sich hier ausrüsten können. Und wir brauchen jetzt richtige Soldatenrüstung. Was haben wir denn hier? Oh, Soldatenhelm, Soldatenschutzweste. Ist ja mal richtig cool. Soldatenhose und Soldaten... Schuhe. Okay, die platzieren wir hier mal rein. Oh, Alter, damit müssen wir ja bestimmt richtig sicher gegen die Mutanten-Zombies. Die haben keine Chance wahrscheinlich. Hey, komm, Leute, das ist bestimmt richtig krass. Und wir brauchen natürlich auch noch Waffen, damit die Soldaten auch genug Waffen haben. Aber warte mal, welche Soldaten? Ich bin der Einzige hier. Leute, ich bin der Einzige, ich brauche das alles hier gar nicht. Aber ja, ich bin kein Soldat, du hast recht. Oh, stimmt, warte mal, du kannst ja mit mir kämpfen. Ey, wir müssen jetzt gegen die Zombies kämpfen, es ist fast abends. So, hast du eigentlich jetzt deine Militärbasis? Oh, was, es ist schon fast nachts, Leute. Nein, die Zombies kommen jetzt alle. Warte mal, kleiner Junge. Ich ertrink. Da sind schon richtig viele Zombies bei dir, oh nein.
Geht's dir gut? Alles klar hier, bei dir? Hier sind richtig viele Zombies. Oh nein, die können mir gar nicht. Die können doch durch Wasser schwimmen. Was hast du getan? Die kommen da easy hoch. Was? Das kommt da hoch. Oh nein, das Zombie kommt. Oh Leute, wir müssen uns schnell ausrüsten. Zack, zack, zack. Soldatenrüstung. Nein, nein, nein. Wir müssen ihn retten. Ja, du hast ihn erledigt. Was? Der hat es sogar geschafft. Ey, Freunde, pass auf, da kommen ganz viele Zombies. Ich muss ihn retten, ich muss ihn retten, ich muss ihn retten. Hey, ich hau nein, einfach ab. Ich muss ihn retten. Wohin mit dir? Hä? Wo ist er hin, Leute? Oh nein, er wird verfolgt von Zombies. Kleiner Junge. Kleiner was? Junge, pass auf. Ich habe hier eine Waffe, Leute, eine Militärwaffe und meine Militärrüstung. Kommt her. Oh, Attacke. Lass den kleinen Lungen in Ruhe. Lass den kleinen Lungen in Ruhe. Oh nein, die Baby-Zombies sind so schnell. Nein, nein, nein. Renn, renn schnell weg, renn schnell weg, renn schnell weg. Oh, Leute, runter hier. Zack. Und jetzt, hey, lass meinen Freund in Ruhe, lass den kleinen Jungen in Ruhe. Au, nein, ich bin im Wasser, ich steck fest. Au, 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 nein, au, au, nein, au, 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 nein, Freunde, au, au. Ich rette dich, nein. Leute, der kleine Junge ist gestorben. Nimm das. Oh, oh nein, es ist nachts, Freunde, wir haben unsere Militärbasis noch gar nicht fertig gebaut. Aber Leute, ich finde, die ist schon mal richtig cool geworden, oder nicht? Aber die ist noch lange nicht fertig. Oh, Freunde, und die Zombies kommen trotzdem jetzt und der kleine Junge ist einfach gestorben. Nein! Wisst ihr, was das heißt? Wir müssen uns jetzt an den Zombies rächen. Freunde, wisst ihr was? Wir werden uns an den Zombies rächen. Hier vorne haben wir richtig krasse Äpfel, die müssen wir essen, Leute. Den Star Orb, von denen gönnen wir uns ganz, ganz viele. Wir gehen jetzt gleich auch in den Survival-Modus, ist gar nicht gut. Und hier vorne haben wir ja auch unseren Helikopter und den fliegen wir gleich. Und unser Panzer, der funktioniert ja auch, ja, hoffentlich. Können wir damit fahren? Oh ja, das können wir. Alter, wir werden die so wegballern, Junge. Boom, Junge, nimm das! Oh, Alter, ich habe jetzt fast meine eigene Basis abgeschossen. Aber egal, Freunde, unser Panzer funktioniert, alles funktioniert. Das Einzige, was wir jetzt bauen, ist einen Piloten, der unseren Flug, unseren Helikopter fliegt, um uns an den Zombies zu rächen. Es ist halt jetzt wirklich schon abends und die werden uns attackieren. Ey, der kleine Junge, der tut mir so leid. Alle einen traurigen Smiley für den kleinen Jungen, Freunde, in die Kommentare. Er wurde einfach wie seine ganze Familie von Zombies aufgegessen. Ich werde dir helfen, die ganzen Zombies zu besiegen. Oh ja, also Blacky, was machst du denn hier? Wir müssen uns rächen an, den ganzen Zombies. Weißt du was? Ey, tu mal hier in die vorne in die Kiste ganz viel Ausrüstung und dann werden wir gleich gegen die kämpfen. Und solange du das machst, ey Leute, die Zombies... Alles voll mit Waffen und Ausrüstung. Leute, die Zombies sind noch nicht raus aus der Bude, aus der Höhle, deswegen werden wir hier vorne noch eine kleine Falle hinbauen. Nämlich ganz, ganz viele Minen, Leute. Haha, da kommen die niemals durch. Das wird alles in die Luft gesprengt. Und dann werden die hier auf jeden Fall ferngehalten von Simukri City, Leute. Hier kommen die niemals durch diese Minenmauer. Boah, hier sind so viele Minen. Okay, lass uns jetzt ganz schnell hier rüber. Wir gehen jetzt auch langsam in den Kreativmodus. Oh nein, Simlaki, nimm schnell die Ausrüstung. Wir gehen in den Survival-Modus, meine ich natürlich. Schnell, schnell, schnell. Oh, wow, ich bin im Survival-Modus. Oh nein, gar nicht gut. Oh nein, Freunde, wir essen schnell unseren Apfel. Yo, jetzt haben wir richtig krasse Effekte. Schau dir das mal an. Ey, wie viele Zombies sind da? Junge, ey, krass. Oh nein, die kommen jetzt alle. Ey, Simlaki, hast du hier was in die Kiste gepackt? Ey, ja, schau mal rein, Ukri. Danke, dass du nichts reingepackt hast. Weißt du was? Ich habe hier eine Waffe für dich. Nimm mal das, Simlaki. Zack. Und nehme hier vorne die Waffen, ich meine die Munition. Ich brauche Munition, Ukri, aber guck mal, ich habe noch was richtig krasses für dich, okay, das hast du bestimmt nicht. Nimm das, hier vorne habe ich Munition für dich. Und hier vorne Rainbow-Schwert habe ich. Rainbow-Schwert, ey, zieh schnell die Rüstung an, wir müssen jetzt kämpfen, schnell. Oh nein, die Zombies haben keine Chance gegen uns, wow, Alter. Nein, die sind in die Luft geflogen, haha, es waren die Minen. Alles ist in die Luft geflogen, haha, hier kommt ihr nicht durch. Oh nein, unsere Laser sind auch dadurch kaputt, die gehen durch, die Lava durch. Pass auf, Simlaki, die haben was, pass auf. Ey, 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 kill mich, ich werde mit Zeit. Ist das, Simlaki, ist das, ist gut. Okay, warte, schieß auf die. Ey, komm mal her. Oh, lecker, 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 lecker. Alter, aua, die kommen hier durch, die zerstören alles. Die kommen hier durch. Ey, warum sind die so stark? Warum sind die so stark? Die sind durch die Laser und durch die Lava. Aber wisst ihr was, Freunde, durch die Lava kommen die nicht schon mal, die verbrennen alle. Ey, okay. Der Zaun ist offen, nein. Der Zaun ist offen, was? Wie haben die das denn getan? Ey, nein, ich weiß nicht, Ukri. Alter, wir haben ihn besiegt. Schau mal, wir haben ihn besiegt. Haha, der fliegt gerade runter in der Lava, ey, verbrennt. Ist so schlecht, die können nichts. Die können gar nichts. Und kommt her, Mann. Ja, guck mal, wie viele da doch in der Höhle sind. Das sind so viele, Ukri. Oh nein, Freunde, die brechen langsam in unserer Basis ein. Nimm das, ich hab ne Minigun. Boom, Junge. Nimm das, Alter. Ich hab keine Chance. Alter, das sind so viele, Freunde. Oh nein, ah, Hilfe. Ich geh in den Nahkampf, Ukri. Ah, oh, pass auf, Simlaki, was machst du? Ey, oh nein, die sind super stark, die sind super stark. Ich bin in der Lava. Oh, komm hier schnell raus, komm hier schnell hin. Ey, durch die Lava kommen die zum Glück nicht, Leute. Das ist unmöglich, dass die hier uns attackieren werden. Ah, Zombies sind in unserer Basis drin. Junge, ich dachte, die schaffen es da niemals durch. Ey, weißt du was? Hier, nimm das, Junge. Boah. Ah, wir haben ihn besiegt, let's go. Der kann nichts mehr. Für den kleinen Jungen, Junge. Auf seinen Kopf, puff sie auf seinen Kopf. Er steht wieder auf. Zombies sind unsterblich. Das wieder. Und da kommt ein nächster Ukraine, da kommt ganz viele. Ja, zack, nimm das. Alter, meine Minigun ist so krass, meine Minigun von der Militärbasis. Die haben sich einen Weg drüber gebaut, Ukri. Alter, was? Die kommen hier überall drüber. Ich mach den Weg wieder kaputt, schnell. Hilfe, aua,
Ich wurde weggeschleudert. Ah, Hilfe. Ja, der kommt immer mehr hoch. Weg mit dem. Mach die kaputt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ey, Sulaki, in den Helikopter rein. Flieg in den Helikopter, schnell. Nein, ich beschütze dich. Ich gebe dir Rückendeckung, Okri. Du musst in den Helikopter rein. Schnell, geh da rein. Okay, ich steig ein. Jetzt flieg ich los, Okri. Flieg los. Sulaki, flieg los. Schnell. Ey, Okri, mein Gott, flieg. Du musst nach vorne fliegen. Ich steck fest, Hilfe! Ich hab's raus, Okri! Ich steck fest, Hilfe! Oh nein, Leute! Du bist auf jeden Fall nicht so gut im Fliegen, würde ich sagen! Oh doch, Okri, und... Jetzt über die Zombies! Flieg über den Zombies! Ey, Okri! Ey, wir stürzen ab, Junge! Hilfe! Das ist nicht so einfach zu fliegen! Hilfe! Okay. Oh nein! Sulaki, Hilfe! Was machst du? Okay. Hilfe! Nein, wir sind auf! Vor allem, wir haben es irgendwie nach oben geschafft! Und jetzt, boom, nimmt das, Leute! Ich baller die jetzt alle ab, die Zombies! Knall die alle ab, Okri! Wir haben keine Chance! Wir sind im Helikopter drin, Leute! Ey, wir sind so krasse Soldaten, ganz echt! Ey, das... hier bekommt ihr uns niemals! Guck mal, die versuchen uns alle zu verfolgen! Ey, aufpassen! Baum in Sicht! Wie Baum in Sicht? Oh nein, Sulaki, pass auf, Junge, pass auf! Ey, ich esse einen goldenen Apfel, Leute, die haben keine Chance. Zack, ich dreh doch mal. Ich bin runtergefallen, Hilfe! Nein, ich komm runter, alles gut. Hey, wir müssen uns einsteigen. Boom, Junge, Alter, ihr habt die alle besiegt. Let's go. Okri, steig schnell ein in den Helikopter. Ah, weg hier. Unsere Basis wurde vernichtet, die Basis geht unter. Ich komm ja schon. Ah! Ja, boom, Junge. Was machst du denn, Okri? Leute, ich würde sagen, wir rechnen uns gerade alle an den Zombies. Die haben es verdient, Junge. Ihr habt den kleinen Junge gegessen. Nimm das, Junge. Boom. Die haben den gegessen? Was? Die haben ihn gegessen. Ich mein's ernst. Freunde, lasst ein Like da und ein Abo. Unsere Militärbase war auf jeden Fall sicher genug, um die ganzen Zombies zu erledigen. Guck mal, hier sind nur noch ganz wenig übrig. Bam, den baller ich auch weg. Du hast keine Chance. Ich habe meine Minigun, Junge. Keine Chance, Leute. Ey, und der Helikopter war auch so krass, Freunde. Falls ihr das auch krass fandet, lasst ein Like da und den Kanal, aktiviert die Glocke. Und Leute, schaut unbedingt bei meinen Freunden vorbei. Bei Sulaki und bei meinen ganz anderen Freunden. Drückt hier vorne auf die nächste Folge und jetzt lasst uns mit dem Panzer wegfahren aus unserer Militärbasis. Das war so ein cooles Video, Leute. Let's go. Drückt auf die nächste Folge hier vorne, Race. Wuhu.